Prediger weiter aus dem Buch Hohenlied über die Liebesbeziehung, die wir mit dem Herrn Jesus haben. Und wie wir sind immer noch damit beschäftigt, wie sollen wir am Herrn Jesus heranwachsen, damit wir gereifte Jungfrauen des Herrn werden. Und damit wir ihm gefallen würden, dass er uns gefällt. So mein Titel heißt so heute Morgen: Lasst uns unserem himmlischen Bräutigam unsere teure, köstliche Liebe schenken, während wir in seiner Erntefelder für ihn und mit ihm arbeiten. Okay. Ich bin mir völlig sicher, dass wir es nicht schaffen würden, um alles zu vervollständigen heute Morgen. Aber wir reden über die Unterschiede, die zwischen der Jungfrau, die ungereift bezüglich ihrer ersten Liebe zu ihrem geliebten himmlischen Bräutigam ist, einerseits, und der Jungfrau, die diesbezüglich gereift worden ist, andererseits. Die Unterschiede zwischen die ungereifte Jungfrau von Hohenlied 1 und 2 und so weiter und die gereifte Jungfrau von Kapitel 7 und 8. Dies ist absolut entscheidend für das Vervollständigen aller der köstlichen Heilsziele und Zwecke des himmlischen Vaters, dass wir auf diese verschiedenen Arten und Weisen am Herrn Jesus heranwachsen würden, wie dadurch gezeigt und offenbar gemacht, dass je länger, je mehr wir ihm gefallen, mit Absicht, anstatt dass wir durch ihn gefallen werden wollen. Okay, die ersten paar Unterschiede erwähne ich schnell, weil wir die schon behandelt haben, ausführlicher, letztes Mal. Unterschied Nummer 1. Wir lesen in Hohenlied 2, Vers 16, dass sie gesagt hat, mein Geliebter ist mein. Und dann, ich bin sein. Der unter den Lilien weiter. Aber Tatsache ist, dass später hat sie gesagt, laut Hohenlied Kapitel 7 und Vers 11, dass sie hat gesagt, ich gehöre meinen Geliebten und sein Verlangen steht nach mir. Die Betonung ist völlig anders geworden. Ich gehöre meinen Geliebten. Früher, mein Geliebter ist mein, hauptsächlich. Mit Antworten, sie hat die meiste Freude später daran gehabt, dass sie ihm gefallen konnte. Die Betonung war nicht mehr darauf, er gehört mir. Dies bleibt wichtig. Dies bleibt entscheidend. Aber wenn wir gereift geworden sind, während der Tatsache, dass wir mit dem Herrn Jesus gewandelt sind auf dem Weg und wir ihn deswegen immer besser kennengelernt haben, wird unsere Absicht geändert. Die Betonung wird anders. Dein Verlangen steht nach mir. Ich habe geistliche Brüste entwickelt. Ich kann dir gefallen auf eine neue Weise. Auf eine vollständigere Weise als je zuvor. Weil du schätzt das Werk des Heiligen Geistes in mir am meisten. Dies findest du am köstlichsten. Du möchtest mich genießen. Herr, ich lass dich mir genießen. Dir mich genießen. Dies ist die Betonung. Die Liebesabsicht ist anders. Und die Frage ist, wie gereift bist du geworden? Diesbezüglich geht es dir hauptsächlich darum, der Herr muss mir gefallen. Oder ich gefalle ihm gerne, indem er mich genieße. Unterschied Nummer 2. Am Anfang hat sie gesagt, als Babychrist, immer noch in ihrer ersten Liebe, aber immer noch die erste Liebe eines geistlichen Babys, laut Hohenlied Kapitel 1, Vers 2, deine Liebe ist besser als Wein. Laut Hohenlied 7, Vers 9 hat sie gesagt, meine Liebe ist dir wie der beste Wein. Es gibt einen Unterschied. Deine Liebe, Herr, ist mir besser als Wein. Als gereifte Jungfrau, meine Liebe ist dir wie der beste Wein. Ich genieße dich noch immer als mein bester Wein, oh Herr. Aber mein größtes Verlangen, mein intensivstes Verlangen ist, dass du mich als dein bester Wein genießen würdest.
Früher hat sie nicht Brüste gehabt. Sie konnte ihm auf keinen Fall auf dieselbe Weise gefallen und er konnte sie auf keinen Fall auf dieselbe Weise genießen. Es ist doch eine Tatsache, dass die Brüste ein Unterschied machen. Wie gereift die Dame geworden ist, macht doch einen Unterschied. Ein absoluter Unterschied. In Bezug auf zu was für ein Maß kann sie ihm gefallen, ihn sie genießen lassen. Und die Tatsache ist, deine Liebe ist besser als Wein ist geworden, meine Liebe ist dir wie der beste Wein. Wie hat sie dies gewusst? Weil er hat ihr dies gesagt. Laut Hohenlied Kapitel 7. Laut Verse 7 bis 10. Sie hat auch, dann hat er, anfänglich hat sie von ihm gesagt, laut Hohenlied 1, Vers 10, deine Gabe, o Herr Jesus, ist mir wie der beste Wein. Die Worte, die du äußerst. Aber laut Hohenlied 7, Vers 9, B, als sie am Herrn Jesus herangewachsen war, hat er gesagt, dann werden deine Brüste mir sein, wie Trauben des Weinstocks. Was ist in der Zwischenzeit stattgefunden? Sie ist mit dem Herrn gewandelt, deswegen ist die Beziehung mit ihm immer inniger geworden. Und man kann nicht mit dem Herrn Jesus wandeln, ohne an ihm heranzuwachsen, immer mehr seine Merkmale zu bekommen, immer mehr seine Taten zu tun, immer mehr wie Christus zu werden. Man kann nicht anders, als dass Christus immer mehr in meine Gestalt gewinnen würde. Und deswegen, Christus ist doch selbstlos. Er ist doch selbstopferend. Und je mehr wir wie Christus werden, je selbstopferender und selbstloser werden wir werden und ihm dienen und ihm gefallen. Und dann werden wir hören, deine Brüste ist mir wie Trauben des Weinstocks. Es war immer noch Christi herrliche Merkmale, aber anfänglich war diese Merkmale hauptsächlich in ihm selber gewesen. Als sie an ihm herangewachsen war, waren diese Merkmale in ihr drin gewesen. Und dies hat ihm am meisten gefallen, dass er letzten Endes seine Merkmale in ihr sehen und spüren und genießen konnte. Kein Wunder, dass Paulus so ernstlich darüber war, laut Galater 4,19. Ich erleide wieder Geburtswehen. Ich erfahre noch einmal Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Es ist absolut entscheidend, dass wir am Herrn Jesus heranwachsen werden, damit wir geistliche Brüste entwickeln würden. Junge Töchter und Mädchen haben keine Brüste. Sie sind deswegen noch nicht in der Lage, um Männer zu gefallen. Deswegen sollen sie auch noch nicht sich heiraten lassen. Tatsache ist, hast du geistliche Brüste entwickelt? Zu was für einem Maß hast du die Merkmale des Herrn Jesus und die Taten des Herrn Jesus bekommen durch das Wirken des Geistes wegen der Tatsache, dass du mit dem Herrn Jesus auf seinen Weg gegangen bist und spürst du, dass er dir durch den Geist sagt, diese Botschaft zu dir vermittelt, ach, ich genieße dich so, wie Trauben des Weinstocks bist du mir, wie der beste Wein sind deine Worte mir geworden. Weil du bist so selbstlos geworden. Deine Absicht ist einfach, mir zu gefallen. Schlussfolgerung, was ich von ihm genoss, früher als Babychrist in der christlichen ersten Liebe, ja als ungereifte Jünger des Herrn Jesus bezüglich seiner Gesinnung, Merkmale und Taten, hat über die Zeit der köstlichen erste Liebesfestmahl mit ihm geworden, auf eine andere Weise, indem er schon mittlerweile in ihr Gestalt gewonnen hat. Kein Wunder, dass er sie deswegen so viel mehr genießen konnte, dass sie das Verlangen seines Herzens so auf so eine viel vollständigere Weise stillen konnte. Dies ist das Werk des Geistes des Bräutigams. Dies ist das Werk des Geistes, der in uns wohnt. Er macht uns immer mehr wie Christus. Immer selbstloser. Geben ist glückseliger als nehmen. Herr, wir wollen nicht nur empfangen, wir geben dir, was wir sind, was du uns durch das Wirken deines Geistes gemacht hast.
Und dann geht er uns dies bekannt. Ihr gefällt mir auf eine viel vollständigere Weise, auf eine viel herrlichere Weise als je zuvor. Ja, die jungen Babys gefallen auch dem Herrn. Aber weil sie noch keine geistliche Brüste haben, auf keinen Fall zu demselben Maß als die gereifte Jungfrau des Herrn. Kein Wunder, dass Paulus gesagt hat, ach, gebohrt werde ich ständig erfahren, bis zur Zeit, dass Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Er hat gewusst, wie entscheidend dies dem Herrn Jesus war. Und Lied, dritter Unterschied. Anfänglich freute sie sich am meisten darüber, dass er sie mit den Küssen seines Mundes küsste. Ach Herr, ist sie so herrlich geküsst zu werden, ich muss empfangen, ich muss empfangen, ich muss empfangen. Und dies wollen wir immer noch, aber dies sollte nicht die Betonung sein. Aber später hat sie gesagt, Herr, ich möchte dich küssen mit den Küssen meines Mundes. Du musst meine Küssen genießen. Dies ist doch, worauf es ankommt. Obwohl ich in diesen Worten formuliert, wenn wir beispielsweise Hoslied 7, Vers 14 lesen, die allraunen verbreiten Duft, und über unsere Türen sind allerlei edle Früchte, neue und alte habe ich dir, mein Geliebter, aufbewahrt. Und Vers 13 sagt, dort will ich dir, o Herr Jesus, meine Liebe schenken. Mit anderen Worten, ich werde dich küssen mit den Küssen meines Mundes. Ich habe meine beste Früchte für dich, dir aufbewahrt, um dir dies zu schenken. Und deswegen die allraunen verbreiten Duft, laut Vers 13. Dies war Nummer 3. Möchtest du eher geküsst werden oder ihn küssen? Was wäre für dich, ist für dich am entscheidendsten, am köstlichsten, am wichtigsten? Um seine Küsse zu genießen oder dass er deine Küsse genießen will. Dies zeigt, die Antwort auf diese Frage zeigt, zu was für ein Maß, was für eine Maß du schon am Herrn Jesus herangewachsen wärst oder nicht. Unterschied Nummer 4. Sie sagte ihm als Baby Christ, laut dem Hohenlied Kapitel 1, Vers 3, lieblich duften deine Salbe, o Herr Jesus. So, anfänglich, lieblich duften deine Salben, o Herr Jesus. Dein Name ist wie ausgegossene Salbe. Dein Name ist wie ausgegossene Salbe. Sie hat ihn genossen. Ach Herr, während wir über dich reden, die ganze Zeit lang, wird der Geist Gottes und er verherrlicht dich in unserer Mitte. Und dein Name ist für uns köstlich als Erlöser, als Heiland, als Herr über alle Herren, als der einer, der uns in der Not unterstützt und durchträgt und so weiter, als unsere gute Hirte. Die soll natürlich bleiben, immer bleiben. Aber die Betonung wird später geworden. Was hat er von ihr gesagt und was hat er ihr über sich selber gesagt? Hohenlied Kapitel 7, Vers 9, als sie gereifte Christ geworden ist, gereifte Jungfrau, dann werden der Duft deine Nase mehr wie Äpfel sein, sagte der Herr Jesus ihr. Dann werden der Duft deiner Nase mehr wie Äpfel sein. Unterschied Nummer 4, nämlich, wie viel von Christi köstliche Salben duften, wenn du redest? Während du redest. Wie viel von Christi herrliches, köstliches, hervorragendes, unvergleichliches Wohlgeruch. Riechen die Christen, riechen die Verlorenen, während sie dich beobachten, dich anhören, sich in deiner Gegenwart befinden. Leider gibt es Christen, sie sind 10 Jahre lang Christen, aber sie haben immer noch keine geistliche Brüste. Es gibt so wenig von Herrn Jesus in ihnen, die durch sie strahlen. Sie duften so wenig von seinen köstlichen Salben duften durch sie, dass sie nicht sagen können, in Wahrheit, was Paulus gesagt hat, wir verbreiten, wo wir auch hingehen, das Wohlgeruch des Christus. Aber dies ist doch anders, Geliebte, im Fall der gereiften Christen.
Wenn die Person anfängt, über den Herrn zu reden, dann sind die Leute begeistert. Dann wissen sie, wir befinden uns in Christi Gegenwart. Er verbreitet Christi Wohlgeruch. Sie verbreitet Christi Wohlgeruch. Diese Christen waren in Christi Gegenwart. Was in Apostelgeschichte 4,13 geschrieben steht, ist wahr. Die verlorenen Leiter, geistliche Leiter von damals, merkten, es gibt ein Paradox hier. Diese zwei Apostel sind ungelehrte Fischer. Aber es gibt auch eine andere Seite der Wahrheit. Sie waren mit Jesus gewesen. Sie sind immer noch mit Jesus. Weil als sie zu den Männern redeten, zu den Verlorenen, spürten sogar die Verlorenen geistliche Leiter. Sie waren mit Jesus und sie sind immer noch mit ihm. Er duftet, lässt seine Salbe durch sie duften. Ach, Geliebte, dies ist doch so wichtig. Und dann Unterschied Nummer 5. Laut Hohenlied 1, Vers 2. Wie Menge und so weiter ist, jemand hat es so übersetzt. Und dies ist eigentlich hervorragend gemacht worden. Ach, möge er mich küssen mit den Küssen seines Mundes. Sie hat natürlich nicht immer die Küssen seines Mundes erfahren, genießen. Weil niemand kann es die ganze Zeit mit Ausdauer erfahren. Wir werden sterben davon. Das wird für uns zu viel werden. Aber als es aufgehört hat, entweder teilweise oder völlig, und dann spürten sie nicht mehr seine Gegenwart so herrlich, auf so eine herrliche und köstliche und intensive Weise, dann ist sie teilweise wahrscheinlich ein bisschen passiver geworden. Dann hat sie sich danach gesehnt, ach Herr, ist es, als ob ich nicht weitermachen kann auf dem Weg. Der Weg ist mir zu schwer geworden, weil es ist schon 3 Tage seit der Zeit, dass ich deine Liebesküsse gespürt habe, deine Liebesgegenwart gespürt und erfahren und genossen habe, oh Herr. Und so sind die jungen Christen, aber dann wandeln die reinen Mächte des Herrn Jesus mit ihm und sie gehen mit ihm durch dick und dünn, durch die schwierigen Zeiten und die leichte, schöne Zeiten, durch guten und schweren Zeiten. Und weil sie dann mit ihm wandeln, während sie mit ihm wandeln, lernen sie, dass er ihnen gegenüber auf jeden Fall treu bleibt, egal ob er ihnen seine Liebe spüren lassen oder nicht spüren lassen. Lernen sie dies immer besser durch die Erfahrung. Er ist auf jeden Fall treu. Junge Christen sind manchmal so ängstlich. Und auch die alten Christen, die 30 Jahre geredet sind, aber immer noch keine geistige Brüste haben, immer noch ungereift sind. Sie werden so ängstlich. 3 Tage lang habe ich Christi Gegenwart nicht gespürt. Möglicherweise straft er mich. Aber wir haben doch so viele Male gesagt, dass Gott straft kein Kind Gottes. Er wird dich bestrafen, streng zu dir reden, laut Offenbarung 3,19, aber er straft kein Kind Gottes. Er züchtigt dich nur aus reiner Liebe uns gegenüber. Seine Absicht ist positiv. Aber Tatsache ist, wenn die Christen, die am Herrn Jesus herangewachsen sind, die Jungfrauen, die erfahrene Christen geworden sind, in denen Christi Merkmale deutlich sichtbar gemacht worden sind und sichtbar bleiben, sie bleiben einfach ruhig und wenn sie ihn nicht spüren, dann sagen sie, ach Herr, lass ich dich so spüren, anders kann ich nicht weitermachen. Sie sagen, ich mache einfach im nackten Glauben weiter, ohne äußerliche Beweise. Ich weiß, oh Herr, dass Thomas dir nicht so gut gefallen hat. Also gesagt, ich muss zuerst sehen und spüren und fühlen, antasten, bevor ich glaube. Der Herr hat auch gesagt, die größere Priorität ist, was viel hervorragender ist, wenn die Leute glauben, ohne zu spüren, ohne zu fühlen, ohne zu sehen. Und so sind die gereiften Christen. Sie bleiben treu und fest im Herrn, trotz der Tatsache, dass sie möglicherweise 2 Monate lang
in einer geistlichen Wüste sich befinden, dann sagen sie nicht plötzlich, er ist mir untreu geworden, er ist mir so gegenüber zornig geworden. Sie machen nicht solche böse Aussagen und zeigen nicht, dass sie so schlecht von ihm denken. Dann mehr. Sie können einfach weitermachen. Sie wissen auf seine Zeit, er ist der Souveräne, wird er mir nochmals seine Liebesküste spüren lassen. Aber in der Zwischenzeit lese ich ihm meine Liebesküste spüren. Dies ist ein wunderbarer Unterschied. Und dann Unterschied Nummer 6 jetzt. Früher, sie betonte die völlige Abhängigkeit, die sie von ihm hatte. Herr, ziehe mir doch zu dir, dann laufe ich, dann laufen wir. Als gereifte Christ später sagte sie nicht die ganze Zeit, auch ziehe mir, ziehe mir, ziehe mir. Sie hat gewusst, dass er dies macht. Nee, nicht nötig, um dies ihm die ganze Zeit lang zu sagen, aber sie hat sich so zu ihm gezogen gefühlt, sie hat durch die Erfahrung über die Jahre gelernt, dass er sich doch zu ihm zieht, ständig, dass sie es seltener nötig fanden, um so zu beten. Was sie machte, ist, sie sagte, Herr, ich sage dir, ich übernehme jetzt die Initiative. Ich bin so vollkommen gemacht worden durch dich in der ersten Liebe, dass die Furcht und Angst ausgetrieben worden ist. Laut 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht und Angst ist herausgetrieben worden. Ich zweifle, mein Glauben hat viel weniger Schatten in sich drin. Und deswegen, Herr, ich warte nicht immer auf dich. Ein junges Kind wartet immer auf Papa und Mama. Eine erwachsene Frau sagt, mein Ehemann, ich weiß doch, was du haben möchtest. Lass uns doch gehen. Dann übernimmt sie die Initiative, wie diese erfahrene Jungfrau des Herrn Jesus es gemacht hat. O Herr, sie sagte laut Hohenlied 7, Vers 12 und weiter, komm, mein Geliebter, wir wollen hinausgehen. Wir wollen in den Dörfern übernachten. Wir wollen zu den Weinbergen aufbrechen. Wir wollen nachsehen, ob der Weinstock ausgeschlagen hat. Ja, sie übernahm als erwachsene Jungfrau, als erfahren in der ersten Liebe, manchmal spontan die Initiative bezüglich, was die zwei größten Gebote Gottes anbetrifft. Und ihr Liebesabdruck bleibt einfach. Herr, ich weiß, was du haben möchtest. Ist dies nicht interessant? Die bloße Tatsache, dass sie ihm sagte, wir wollen, komm, o Herr, wir wollen. Vers 12, sie sagte ihm, komm, mein Geliebter, wir wollen aufs Feld hinausgehen. Wir wollen in den Dörfern übernachten. Wir wollen früh zu den Weinbergen aufbrechen. Wir wollen nachsehen, ob der Weinstock ausgeschlagen ist. Die bloße Tatsache, dass sie ihm sagte, wir wollen, worauf deutet das? Was schlussfolgern wir daraus? Daraus schlussfolgern wir, dass sie gewusst hat, was er haben wollte. Ein junges Kind ist so unempfindlich. Es gibt eine junge Dame hier. Sie ist so unempfindlich unsere Bedürfnisse gegenüber. Sie schreit und heult. Wenn sie nicht sofort Essen bekommt, dann heult sie. Wenn sie sofort aufgehoben wird, dann heult sie. Sie muss gelernt werden, um weniger selbstsüchtig zu sein. Aber junge Kinder sind selbstsüchtig. Es ist ihnen manchmal egal, was Papa und Mama haben wollen. Deswegen, weil sie sich so wenig daran stören, weil sie sind so egoistisch noch. Wir sagen immer die lieben Kinder, aber die lieben Kinder sind sehr egoistisch, muss ich heute sagen. Wie wenig stören sich daran, ob sie mich hier stören? Die Erwachsenen stören sich mehr daran. Warum? Weil ihr mehr Verstand bekommen habt. Ihr Verstand hat sich entwickelt, ist gereifter. Und deswegen, als Erwachsene, weiß man stört nicht andere Leute. Anstatt dies zu tun, gefällt man die Person, unterstützt man die Person so gut wie möglich. Gibt man der Person so viel Freude wie möglich. Und man tut dies, es ist nur, dass einerseits die Absicht schöner und das Motiv reiner geworden ist, dies ist absolut wahr. Aber zweitens auch noch, ihr Verständnis von was er haben wollte, ist so viel besser geworden. Wenn das Kind
erwachsen geworden ist. Wenn Matti beispielsweise 18 sein würde und er so erzogen werden wird, weiter wie jetzt, wird er hoffentlich schon ein Mann Gottes sein. Und dann wird er sagen, Papa und Mama, ich bin euch dankbar, für wie ihr mich gezüchtigt habt und belehrt habt. Ihr habt mir so viel geschenkt, aus reiner Dankbarkeit ihr gegenüber. Jetzt verstehe ich besser, als junges Kind war ich so egoistisch gewesen. Es ging nur um meine Belange. Aber Papa und Mama, ich bin euch so dankbar, euch gegenüber. Ich möchte euch aus reiner Dankbarkeit meine Liebe schenken und beweisen. Ich möchte euch gefallen. Ach, Geliebte des Herrn, so werden wir, je mehr wir am Herrn Jesus heranwachsen, je mehr werden wir doch so. Und je mehr wie diese Jungfrau, als gereifte Jungfrau in der ersten Liebe, sind wir dann so viel empfindsamer geworden den Bedürfnissen des Herrn Jesus gegenüber. Ich weiß, was du haben möchtest, weil ihr Kontakt mit ihm ist so gut geworden. Sie hat die Fähigkeit entwickelt, in der Zwischenzeit um seine Stimme so gut zu hören, dass sie schneller wusste, was er haben wollte. Weil wir wachsen doch nicht nur im emotionellen Bereich am Herrn Jesus an, sondern auch in Bezug auf unseren Verstand, was wir begreifen von seinem Willen, wie wir ihm gefallen sollen, was sein Verlangen, verschiedene Verlangen sind, woran er die Fülle hat, wie wir ihm die Fülle schenken könnten. Deswegen sagen wir, wie diese Jungfrau, Herr, wir wollen doch. Ich weiß, du möchtest es. Ich frage dich nicht so oft mehr, was möchtest du? Ich weiß, was du möchtest. Selten brauche ich dem Herrn zu fragen, was möchtest du, Herr? Ob wir Gemeinden, wann wir anfangen sollen, wenn überhaupt Gemeinden zu gründen, darüber werden wir viel beten müssen. Aber in Bezug auf die meisten Dinge brauche ich nicht mehr, dem Herrn zu fragen, was möchtest du? Ich weiß, was er möchtest. Die jungen Babychristen sind so, warum ist dies wieder stattgefunden? Warum diese Tragödie? Warum muss ich wieder so leiden? Die gereiften Christen wissen, warum sie leiden müssen. In allen Fällen ist der Hauptgrund dafür, wir sollen wie Christus gehorsam lernen, aus was wir leiden. Und dann werden wir vollkommen gemacht werden. Dadurch, indem wir dann lernen, um uns immer mehr auf Christus zu stützen. Und während dieses Prozesses stattfindet, wachsen wir doch an ihm heran. Ich frage dich, wie viel mehr Verständnis hast du schon bekommen, von was dein Herr haben möchte von dir? Und wie viel schenkst du ihm davon? Anstatt einfach zu sagen, Herr, meine Bedürfnis ist dies, mein Bedürfnis ist dies, mein Bedürfnis ist dies, unser Bedürfnis ist dies. Sind folgende. Wir dürfen nicht aufhören, unsere Bedürfnisse zum Herrn zu bringen, aber es geht um die Betonung. Dies war doch die Betonung des Paulus. Die ganze Zeit. Es ist, als ob Paulus fast ein gereifter Christ war vom Anfang an, aber er war doch eine Ausnahme. Was hat er doch gesagt? Wieder Philipper Kapitel 1, Verse 19 und 20. Philipper Kapitel 1, Kapitel 19 und 20 nach. Denn ich weiß, sagte Paulus, und die sagte er, nachdem er viel gelitten hat. Er hat sich in sehr schwierigen Umständen befindet damals, als er dies gesagt hat. Denn ich weiß, dass mir all diese schwierigen Dinge dies zur Rettung ausschlagen wird. Nicht wie ein Baby Christ. Herr, wird es mir gelingen? Ach, immer zweifeln, zögern deswegen und wanken und schwanken. Ach, würde es mir gelingen, oh Herr? Oh, hast du mich wieder geschlagen, oh Herr? Bist du wieder mit mir unzufrieden? Nein. Er hat Sicherheit gehabt, Gewissheit gehabt. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird. Durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, der in mir wohnt natürlich, Vers 20, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung. Ja, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung. Was hat er damit gemeint? Er hat damit gemeint, meine feste Erwartung und Hoffnung ist aus die festen Erwartung und Hoffnung des Herrn Jesus. Wir sind so eins geworden. Wir verstehen einander so gut. Wir wandeln so in Harmonie miteinander. Die Beziehung, die wir miteinander haben, ist so innig und nah, dass
Ich weiß, was er haben will und was seine Hoffnung ist, was er vervollständigen und tun will. Und deswegen sage ich, was du möchtest, möchte ich auch. Deswegen habe ich dieses Verlangen und Erwartung, habe ich diese Erwartung, habe ich diese Hoffnung. Man weiß doch, als gereifter Christ, das, was in Philipper 2,13 geschrieben steht, doch wahr ist. Gott wird in uns das wollen und das vollbringen. Und wenn ich dieses Verlangen spüre, diese Hoffnung habe, und es ist im Einklang mit Gottes Wort, und es ist zur Ehre Gottes und Christi, dann weiß ich, dies kommt vom Herrn. Dann brauche ich nicht länger zu beten, was wäre dein Wille, was möchtest du, Herr? Dann sage ich einfach als gereifter Christ, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zu Schanden werde. Hast du schon so geredet? Ich weiß genau, mit absoluter Gewissheit, ich werde ihn nichts zu Schanden werden, weil mein Herr ist mit mir. Alles, was ich schaffe, werde ich mit Erfolg machen. Weil er lebt doch in mir und er befähigt mir doch dazu, die Dinge in seiner Kraft zu schaffen. Wie könnte ich anders als Erfolg haben? Sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit in der Vergangenheit, so auch jetzt in der Gegenwart, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Und höre dann, wie erstaunlich wunderbar, es sei durch Leben oder durch Tod, es war Paulus egal gewesen. Als er in Ketten gefesselt war im Gefängnis, hat er gesagt, Herr, denkst du nicht, dass es für mich Zeit wäre, um nicht mehr so gefesselt zu sein? Er hat gesagt, das mache ich gerne. Für dich bleibe ich gerne gefesselt. Du bist souverän, du bist mein Herr, du bist mein Haupt. Ich bin doch die Ehefrau. Und die Ehefrau will doch ihr Ehemann gefallen. Sie ist doch seine Gefährtin und seine Gehilfen. Herr, du brauchst mir hier im Gefängnis, so ich murre und klage nicht. Ich sage nicht die ganze Zeit, ich muss hier heraus, ich muss heraus hier, ich muss heraus. Nein, ob ich lebe, ob ich gefoltert werde, ob ich lebe, ob ich sterbe. Herr, solange du an meinem Leib hochgepriesen wirst, dies ist, was entscheidend ist. So ist diese junge Dame geworden, diese junge Frau, diese reine Magd des Herrn. Ihr Verlangen, sie wusste, dass sein Verlangen nach ihr stand. Und deswegen sagte sie ihm, Herr, in allen Situationen und zu allen Zeiten und unter allen Umständen, egal ob sie angenehm oder mir unangenehm sind, lass ich doch nichts erfahren, Herr, wodurch ich dir nicht gefallen würde, wodurch ich dich nicht verherrlichen würde. Dies ist, was es bedeutet, beinhaltet gereifte junge Magd, Jungfrau. Oder Braut des Herrn zu sein. Wie viele solche Christen kennt ihr? Die sagen, Herr, wir wollen dies. Wir wollen dies. Wir wollen dies. Deswegen ein weiterer Unterschied. Als junge Magd, als Baby Christ, hat sie nicht gewusst, was genau die richtigen Prioritäten waren. Weil Gott ist doch ein Gott der Ordnung. Christus ist doch ein Christus der Ordnung. Und deswegen, wo es Ordnung gibt, gibt es immer Prioritäten. Priorität Nummer 1, wir gefallen dir. Du genießt unsere Brüste. Du genießt unsere Atem, die wie Äpfel riechen. Und du genießt unsere Umarmung. Du genießt unsere Arbeit. Wir arbeiten doch aus reiner Liebe für dich und mit dir zusammen. Wir dienen dir und wir dienen deinen Menschen und deinen Willen, weil wir wissen, dass deine Menschen dir am köstlichsten sind, weil du hast den teuersten Preis für sie bezahlt. Und deswegen wissen wir, deine Menschen, weil sie dir am köstlichsten sind und bleiben, dienen wir ihnen und wir dienen ihnen mit dieser Absicht. Wir dienen ihnen mit der Absicht. Auf diese Weise dienen wir dir. Versteht ihr? Paulus hat gesagt, wie ihr euch mich behandelt, behandelt ihr Christus. Und die Galater haben dies doch richtig gehabt. Sie haben ihn empfangen, zuerst hat er gesagt, als ein Engel Christi, später hat er gesagt, nein, ihr habt mich als Christus selber empfangen.
So klar und deutlich konnten sie die Merkmale und Taten von Christi in ihm spüren. Sie hat gesagt, Christus ist mit uns, weil Paulus ist mit uns. Ach, wir wollen so gerne unsere Augen auspflücken und dir unsere Augen schenken. Ja, wie wir Christus, wie wir den Menschen des Christus behandeln, behandeln wir Christus. Und immer mit der Absicht, Herr, was kann ich noch mehr tun, um dir am meisten zu gefallen? Natürlich gibt es immer Dinge, die wir ihn fragen müssten. Weil natürlich brauchen wir immer mehr Weisheit. Aber ich meine einfach, in Bezug auf die meisten entscheidenden Dinge wissen wir doch, als gereifte Christen, was er von uns verlangt. Wir spüren dies. Mit Antworten ein weiterer Unterschied. Die erwachsene, gereifte Jungfrau ist empfindsamer der Stimme des Herrn gegenüber. Sie hören schneller. Aha. Weil sie bleiben auf seine Brust legen. Und wenn man dann auf die Brust des Herrn bleibt, dann hört man, wie sein Herz schlägt. Dann weiß man, dies will er. Dies will er. Jetzt, nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Schritt. Dies ist doch Philipper 2,13. Das Wollen und das Vollbringen wird er in uns ständig fortwährend und fortschreiten. Damit wir auswirken können, was er hineinwirkt. Und dies machen nicht die Babychristen am besten und am vollständigsten, sondern die gereifte Christen. Okay, die Frage schnell. Wie viele gereifte Christen, denkt ihr, haben wir in der Gemeinde? Ja. Wenn wir diese Kriterien anwenden, als Maßstab, und wie viele gereifte Christen, denkt ihr, habt ihr schon begegnet in Deutschland? Okay, lass jeder für sich selber eher antworten. Wir wollen doch niemand hier in Verlegenheit bringen, oder? Aber wir sind so dankbar. Ich bin so dankbar als Pastor. Es gibt Christen hier, die doch viel mehr am Herrn Jesus herangewachsen sind. Sie beten immer mehr in Übereinstimmung mit den Predigten. Herr, wir wollen dir gefallen. Dies ist wieder am Mittwoch stattgefunden. Dies ist wieder am Samstag stattgefunden. Manchmal ist der Samstagsgebetskreis so viel gesegneter, weil dann kommen die Leute, die gerne kommen wollen. Aber es ist auch so christlich, wenn wir hören, sie beten aus dem hohen Licht und wir sagen, dass dies für sie keine Theorie ist, ihnen keine Theorie ist und sie machen auch die Anwendungen. Herr, wir erfahren ein wachsendes Verlangen, um dir unsere Liebe aufzubewahren, zu schenken. Herr, dies verstehen wir, dies begreifen wir. Aber was noch? Und dann machen sie die Anwendungen. Ach, dann genießt er uns so. Die Liebesabsicht, das Liebesmotiv. Es gibt in Christi Leib Leute, die hauptsächlich Nehmer sind. Sie nehmen hauptsächlich. Wenn der Bruder man anruft, weiß man genau, die vorherigen 100 Male ist sie so stattgefunden, über die letzten 6,5 Jahre. Nicht nur einmal hat er gefragt, die 100 Mal, als er angerufen hat, oder die 200 Mal, wie geht es den Geschwistern, wie könnte ich für sie eintreten? Immer, meine Bedingung ist dies, ihr sollt beten. Aber dann gibt es andere Christen, wenn sie anrufen. Hauptsächlich die Betonung, was kann ich doch weitermachen, oh Pastor? Was weißt du von ihren Bedürfnissen? Was ist deine Bedürfnis? Weil ich sehne mich so danach, oh Johann, meinem Herrn zu gefallen. Ich weiß, ich gefalle ihm am meisten, indem ich mit ihm zu seinen Erntefeldern aufbreche. Denke nicht, dass ich dagegen bin oder dass der Herr Jesus dagegen ist, dass du uns sagen würdest, was deine Bedürfnisse sind. Aber es geht doch um die Betonung. Die Statistiken lehren uns auch doch etwas, oder? 100 aus 100 Mal meine Bedürfnisse. Kein Wort über die anderen. Oder 80 aus 100 Mal der andere Bruder oder die andere Schwester. Ach, was ist deine Bedürfnisse? Was für Bedürfnisse haben die Geschwister?
weil ich möchte dem Herrn gefallen, indem ich seinen Menschen dienen werde. Selbstloser, selbstopfernder, immer besser begreifen, was erfordert, was, wie wir ihr sein Verlangen stillen können und so weiter. Die Babychristen tun zuerst und dann denken sie nach. Ich habe dumme Dinge gemacht als junges Kind. Ich habe einen Hammer genommen und die Mauer unserer Nachbarn zerschlagen. Ich habe gedacht, dies habe ich wunderbar gemacht. Ich war so erstaunt, als er zu meinem Papa und Mama gekommen sind. Was macht dieser Mann hier? Es war so lecker gewesen, so herrlich, die Erfahrung mit dem Hammer, die Mauer zu zerschlagen von seinem Haus. Warum ist er so unzufrieden? Ich habe ein Insekt gegessen und danach habe ich Blut gehabt. Ich habe ernstliche Probleme gehabt. Ich bin fast im Krankenhaus gestorben. Weil ich habe zu wenig Verstand gehabt. Es hat eine lange Zeit gedauert, bevor ich ein bisschen Verstand bekommen habe. So die jungen Christen, die ungereift sind, die Gottes Wort nicht gut kennen, die Stimme des Herrn Jesus nicht so gut hören, sie machen dumme Dinge. Aber wenn man am Herrn Jesus heranwächst, dann ahnt man im Voraus, wozu könnte dies führen und dies führen. Sagt man nicht, zum Beispiel, wir gehen einfach, wir laden Leute irgendwo ein, wir sind eingeladen worden, ohne zum Pastor und zu den gereiften Brüdern zu reden. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Versteht ihr, der Herr will es haben, dass wir gereift im Verstand werden würden. Einmal hat er den Korinther gesagt, die so in Zungen geredet hatten. Er hat es nicht dagegen gehabt, dass sie in Zungen geredet hat. Nur, dass sie in gleicher Zeit dies gemacht hat. Und zweitens, er hat gesagt, ihr sollt doch nicht so junge Kinder im Verstand bleiben und Erwachsene in der Bosheit. Ihr sollt eher, es müsste andersrum stattfinden. Babys in der Bosheit und Erwachsene im Verstand. Wir sollen immer besser begreifen und dann muss Herz und Verstand zusammen funktionieren. Herr, dies vermeiden wir, deine Menschen, die Errettete und die Verlorenen, nicht Anstoß zu geben. Wir wollen doch nur die Menschen zu dir ziehen. Wir wollen doch nur dein Wohlgeruch verbreiten, oh Herr. Wenn wir die Leute Anstoß geben, sollte es einen biblischen Grund dafür geben, indem wir Klartext zu ihnen reden, über was der Herr von ihnen fordert als Rebellen. Um die Waffen ihrer Religion hinzulegen, sagen, Herr, wir unterordnen uns euch. Wir tun Buße mit wahrer Reue. Wir können es nicht vermeiden, um Leute auf diese Weise Anstoß zu geben. Wenn wir Leute nicht auf diese Weise Anstoß geben würden, könnten wir nicht unserem Herrn gefallen. Natürlich sind wir sehr dankbar dafür, dass nicht alle Leute dann Anstoß nehmen. Aber wir wissen im Voraus, die Mehrheit nehmen dann Anstoß. Wären die Leute, die alle hierher gekommen sind, hier geblieben, hätten wir einen Raum gebraucht, der am wenigstens viermal so groß ist wie dieser Raum. Ein aus 10 Deutsche oder 15 oder 20 oder 30 bleibt, weil sie wollen nicht dem Herrn gefallen. Ich mache mein eigenes Ding. Dieser Prediger predigt viel zu streng. Er sieht viel zu unfreundlich aus und zu viel zu entschlossen. Du sagst mir nicht, was ich tun sollte. Ich sage dir, wie du predigen sollst. Spurgeon sagt, sei doch nicht so törig, liebe Geschwister, um den Prediger zu kritisieren. Der Prediger kritisiert euch. Und Gott kritisiert euch durch die Predigt. Gott redet zu euch Klartext. Er lässt das Schwert des Geistes durchdringen. Ja, in Bezug auf diese Dinge sollen wir so reden, dass wenn sie dann Anstoß nehmen würden, dann sind wir sehr traurig und weinen wir. Aber in Bezug auf die Dinge, die wir auf so eine dumme Weise machen. Ach, ich kann es kaum glauben, dass Leute noch immer Leute einladen zu einem Treffen nach alles, was hier angehört worden ist. Ich konnte es nicht glauben. Aber das zeigt man, es dauert länger, als was man denkt. Man prüft auch einen Pastor. Der Herr prüft einen Pastor und die anderen gereiften Brüder, weil die Leute so langsam wachsen. Der Herr prüft auch natürlich die Leute, die Geschwister, indem der Pastor in Worte strauchelt. Ob sie dann
immer noch positiv bleiben würden? Oder werden sie dem Herrn gegenüber so undankbar werden? Er hat 3000 Worten geredet, wahrscheinlich. In den 8 Worten ist er gestrauchelt. Und jetzt fokussiere ich mich auf den 8 Worten, anstatt auf die anderen Tausenden von Worten. Dies ist doch nicht die Gesinnung des Christus, oder? So lass uns doch wachsen und sagen, Herr, wir sind weniger egoistisch geworden. Du hast uns doch wachsen lassen. Es geht um deine Belange und deswegen über die Belange deiner Menschen. Und dies zeigen wir in allen praktischen Bereichen, aber immer mit dem richtigen Motiv. Für dich tun wir es, oh Herr. Und wir wissen, was du haben möchtest. Und der Unterschied, wie ich dich schon erwähnt habe, auch. Viel freimütiger sind wir ihm gegenüber geworden. Ich staune immer noch, der Herr hat mich wahrscheinlich geschlagen, indem dies und dies stattgefunden ist. Was für ein Herr ist er dann? Hast du ihn so kennengelernt, dass er so ein Böser besorgt? Nein. Herr, ich danke dir, du hast mich belehrt, indem ich diese schwierige Zeit erfahren habe. Dadurch möchtest du, dass ich näher an dir gezogen werden würde, dass ich lernen würde, um mich auch besser auf dich, vollständig auf dich zu stützen. Okay, weiterer Unterschied. Als junge, unerfahrene Jungfrau des Herrn Jesus hat sie es gut gemeint, aber so gut wie ein ungereifter Christ es meinen könnte. Immer noch ziemlich selbstsüchtig und selbstgerichtet. Konnte sie es nicht vermeiden, um von Zeit zu Zeit eher auf die Stimme der Menschen zu hören als auf Christi Stimme. Ihr eigenen Weinberg hat sie nicht behütet, nämlich ihre Beziehung mit dem Herrn. Unkraut hat sie nicht herausgenommen, die Füchse hatte sie nicht getötet und so weiter. Weil sie war so ernst bestrebt und so in ihrem Eifer für den Herrn, als uninformiertes Eifer, so viele Dinge wie möglich zu schaffen. So, dieses Besonders sagt, warum machst du nicht dieses? Warum machst du nicht dies? Warum machst du nicht dies? Und dann spürten sie nicht, dass der Herr nicht zu ihr durch all diese Geschwister geredet hat, sondern durch bloß menschlich und nicht geführt vom Geist. Und deswegen sind ihre Prioritäten nicht richtig geblieben und hatten sie letzten Endes zu viel schaffen wollen und hat sie ihren eigenen Weinberg vernachlässigt. Beispielsweise. In Mordlied 1, Vers 6b und c sagte sie, sie setzten mich zur Hüterin der Weinberge. Sie, die Menschen, die Geschwister, die andere Jungfrau, setzten mich zur Hüterin der Weinberge. Doch meinen Weinberg habe ich nicht gehütet. Kein Christ kann doch alles schaffen. Man muss doch einen Austausch mit dem Pastor haben, mit den gereiften Brüdern, mit dem Pastor zusammen. Was sollst du in der Gemeinde tun? Wir sollen doch einen Austausch haben. Und eher dem Herrn gefallen, nicht immer unser eigenes Ding machen. Ich rede Klartext, weil wir brauchen doch Beispiele. Wir können die Debatte hier nach weiterführen. Aber Tatsache ist, Geliebte, die Zeit ist nicht mehr da, um Kirche zu spielen. Sollen unserem Herrn gefallen, die Zeit ist kurz geworden. Und wir sollen diese Liebesabsicht haben, das reine Liebesmotiv. Was möchtest du? Was wäre euch besser, wenn ich mich hier hinsetzen würde oder hier? Lass uns doch nicht unsere eigenen Dinge machen. Ich tue auch mein Bestes. Jemand hat geklagt, weil die Frauen gesungen haben. Warum singen die Frauen nicht mehr alleine? Nicht, weil ich es nicht haben will, sondern weil jemand anders dadurch schlecht fühlt. Wenn ich bereit bin, ein Opfer zu bringen, sollst du auch bereit sein, ein Opfer zu bringen. Verstehst du, was ich meine? Es geht doch in alle Richtungen. Wir behandeln den Herrn Jesus, wie wir einen anderen behandeln. Wenn jemand weiß, der Pastor säuft, weil ich sage ihm nicht, warum ich Sonntagabend komme und nicht Mittwochabend, dann weißt du doch, du bist gemein. Du sündigst dich gegen Gottes Mann und deswegen seufzt er. Und auf diese Weise betriebst du den Geist. Nein, ich mache weiter.
Versteht ihr? Die Zeit ist gekommen, um ein bisschen gehorsamer zu werden. Ein reineres Motiv zu bekommen, Geliebte. Wir wollen doch mächtige Dinge für den Herrn erreichen. Wir haben gestern hier gespürt, dass der Herr es haben will von uns, um immer mächtigere Dinge für uns zu erreichen. Er will gerne mehr und mehr Türen in aller Welt für uns öffnen. Möglicherweise werde ich noch ab und zu in der Dominikanischen Republik predigen. Es gibt auch einen Pastor, ihr hört seine Predigen gerne an. Er hat eine Gemeinde in Amerika. Aber die Leute sind so selbstlos geworden, sagen, oh Pastor, geh nach Spanien. Geh dorthin und dort. Und dann predigt er dort zu den Tausenden von Leuten, die noch nicht wissen. Pastor, wir wissen schon. Jemand anders kann eine Zeit lang predigen. Studierst du einfach Spanisch, dann geben wir das Geld und wir schicken euch. Wir brauchen, um immer weiter auszubrechen. Dies ist, was die gereifte Jungfrau gemeint hat. Lass uns doch zu den... Ja, lass ich euch dies wieder vorlesen. Im Hohenlied, Kapitel 7, und Vers 12. Komm, mein Geliebter, sagte sie ihm, wir wollen, du möchtest es, ich auch, aufs Feld hinausgehen, in den Dörfern übernachten. Wir wollen früh zu den Weinbergen aufbrechen. Deswegen schlafen wir nicht, bis es spät geworden ist. Deswegen gehe ich ein bisschen früher ins Bett. Auch wenn ich beispielsweise um 10:11 am Mittwochabend heimgehen sollte, anstatt um 1. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe so eine Ahnung, dass der Herr es von uns verlangt. Lass uns um 11 aufhören, anstatt um 1 früh morgens. Weil ich werde niemand glauben, wenn er mir sagen würde, morgen früh werde ich ganz nüchtern sein und ganz wach, wenn ich beten muss. Versteht ihr, was ich meine? So, nehmen nicht Anstoß. Ihr wisst doch, dass wenige Leute so gastfreundlich bin wie ich. Ich habe doch die Gabe, um Leute lange hier bleiben zu lassen. Oder? Aber ich habe doch die Gabe, um die Gespräche länger zu machen. Aber sag doch, oh Pastor, Johann, höre doch auf mit Reden, ich muss heimgehen, weil ich muss morgen früh aufstehen. Dann werde ich sagen, ich werde in die Hände klatschen, diese Brüder, ich habe Herrn Jesus erwachsen, diese Schwester auch. Es gibt eine Zeit zu kommen und es gibt eine Zeit zu gehen. So ab und zu vergesse ich, um meinen Bruder zu fragen, wie viel Zeit hast du, wenn ich ihn anrufe. Dann muss er ärgerlich werden und sagen, Pastor, du hast zu lange zu mir geredet. Du hast mich aufgehalten. Ich konnte nicht meine Verantwortungen schaffen. Aber es wäre doch so köstlich, wenn wir einander fragen würde, wie viel Zeit hast du heute? 7 Minuten? Manchmal habe ich 7 Minuten, andermal habe ich 2 Stunden, andermal eine halbe Stunde. Aber die junge, unerfahrene Christen, einmal habe ich dies in Südafrika gemacht. Liebe Geschwister, frage mich doch, wie viel Zeit ich habe. Bevor du einfach klingelst, bevor du einfach anrufst. So eine saure Dame sagte den anderen später hinter meiner Rücke, ach, der Pastor hat uns jetzt die Freimütigkeit genommen, entnommen, um ihn anzurufen. Was für Quatsch doch. Was für eine kindische Einstellung. Was für Überempfindsamkeit. Ach, dies alles deutet auf solche Dinge deuten doch auf Egoismus, oder? Ich will doch dich nicht aufhalten. Ich will nicht keine Sekunde länger zu dir reden, als was du haben möchtest. So, sage mir einfach, gebe mir Bescheid. Höre doch auf, Johann. Tschüss, ich klinge mich aus. Dann werde ich danach jubeln. Er ist am Herrn Jesus herangewachsen. Aber bitte tue dich doch nicht zu früh auf. Aber wir brauchen doch eine ausgeglichene Perspektive über Einstellung. Wir brauchen doch einen Austausch. Wir brauchen doch Gemeinschaft mit einem anderen im Herrn Jesus zu haben. Aber das Motiv und die Liebesabsicht ist, was zählt. Herr, ich behandle deine Menschen, wie ich dich behandle. Merke doch, Herr, ich behandle ihn gut. In aller Empfindsamkeit. Weil er ist dein Diener. Sie ist deine Dienerin. Ach. Wenn alle in der Gemeinde so gereift werden würden, um so zu handeln, wir werden ein Paradies hier haben. Zu einem großen Maß haben wir ein Paradies in der Gemeinde. Ich bin sehr dankbar. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die Gemeinde ist völlig umgewandelt worden. Es war ein Chaos hier am Anfang. Es war
schrecklich gewesen, muss ich euch sagen. Mein Blutdruck ist hochgestiegen. Die Rebellen sind gegangen und die freundlichen Leute, die dem Herrn dienen wollten, sind gekommen. Einige sind gerettet worden, andere waren gerettet gewesen. Und alles ist so anders geworden. So, ich bin sehr dankbar. Aber ich habe auch viel Eifer dafür. Herr, immer mehr. Immer mehr. Dies ist ein weiteres Merkmal. Aber was haben wir im Hohenlied Kapitel 7, Vers 14? Die Allraunen verbreiten Duft. Und über unseren Türen sind allerlei edle Früchte. Und dann, neue und alte habe ich dir, mein Geliebter, aufbewahrt. Mit anderen Worten, sie hat so viele Früchte gesammelt. Weniger empfindsam ihre eigenen Bedürfnisse gegenüber. Und deswegen, es gibt Eltern, die immer ihre Kinder verteidigen, wenn sie ungehorsam sind. Tu es doch nicht. Du wirst eine Rebelle aus ihm machen. Und dann wirst du später nicht ganz zufrieden sein, wenn er nicht gerettet wird. Ich bin mir sicher davon, dass König David sich nicht bereut hat, dass er es erlaubt, dass er Absalom erlaubt hat, so verwöhnt, als so ein verwöhntes Kind aufzuwachsen. Die schlimme Flüchte hat er gepflückt. Und auch natürlich der Hohepriester Eli. Ich nehme es schlecht auf, sagte Gottes Prophet ihm, dass du seine Kinder nicht hart bestraft hast. Du wirst sterben in Kursen und deine zwei Söhne auch. Und was am schlimmsten war, sie sind als verlorene Männer gestorben. Aber er war nicht streng genug, er hat nicht genau richtig gehandelt in die Übereinstimmung mit Epheser 6, Vers 4. Väter, ihr sollt eure Kinder in allen Dingen erziehen. Und dies beinhaltet viel. Man ist nicht mit einem Mund offen. Du bekommst nicht den besten Sitzplatz. Diese Person ist älter als dich. Er bekommt den Sitzplatz und so weiter. Sie sollen gelernt werden, um eher zu geben als zu nehmen. Aber warum werden wir diese Dinge machen? Nicht als schwere Last, sondern als herrliches, köstliches Vorrecht. Wir wollen doch unserem Herrn dienen. Er muss sagen, du handelst jetzt, wie diese gereifte Jungfrau gehandelt hat. Über unsere Türen sind allerlei edle Früchte und neue und alte Früchte habe ich dir, mein geliebter Herr Jesus, aufbewahrt. Ich habe sie gesammelt. Damit du sie genießen kannst. Ach, Geliebte, ich will doch predigen auch noch über was für alte Früchte sollen wir haben und was für neue Früchte. Aber lass ich jetzt aufhören, weil ich bin auf Seite 2 und ich habe 7 Seiten klein geschrieben. Ich habe gedacht, wenn ich die Schriftgröße kleiner machen würde, werde ich weiterkommen. Aber ich bin in der Mitte von Seite 2. So, wir machen einfach so. Und wir hören auf. Aber ich denke, wir haben genügend gehört. Und jetzt muss ich aufpassen, weil ich habe euch geteilt. Und der Herr wird mir sagen, Johann, was willst du machen? Du bist länger gerettet als all diese Leute. Mehr als 5 Dekaden lang. Ich fordere von dir viel mehr, Johann. Du sollst den anderen ein gutes Beispiel zeigen. Ich muss auch noch wachsen. Aber ich will so gerne eine noch gereiftere Jungfrau für den Herrn Jesus werden. Mein Verlangen, um ihm zu gefallen, wird immer größer. Immer vollständiger. Ich weiß, dass es mehrere Christen hier gibt, die das gleiche Verlangen, dasselbe Verlangen haben. Lass uns doch die Botschaft, die Anwendungen richtig machen, weil je mehr wir dem Herrn gefallen werden, in aller Unselbstsüchtigkeit, je mehr neue Früchte werden wir haben, um ihm schenken zu können, je mehr geöffnete Türe werden wir bekommen, wie die Gemeinde von Philadelphia. Je mehr Leute werden wir für ihn gewinnen, je besser werden wir einander die Lasten tragen. Je weniger Male werden wir einander tadeln und beleidigen und sagen, sein Motiv war wieder nicht rein gewesen. Ach, Geliebte des Herrn, es geht auch darum,
den Herrn zu dienen und seinen Menschen und auf diese Weise ihm zu gefallen. Aber ich frage dich, du bist hier, du sagst, so eine Predigt habe ich noch nicht gehört. Dies finde ich nicht überraschend, weil niemand predigt so in aller Welt. Weil diese Dinge sind in keinem Buch geschrieben, außerhalb in Gottes Wort. Diese Dinge habe ich in dem Wort Gottes entdeckt. So, du wirst nirgendwo anders wahrscheinlich so eine Predigt hören könntest. Aber Tatsache ist, dies kommt auf jeden Fall noch vom Herrn. Aber du sagst mir, Johann, ich weiß nicht, was ich jetzt denken musste, weil wenn ich nicht lügen würde, und ich will eigentlich nicht lügen, dann kann ich nicht sagen, dass was du als Prioritäten erwähnt hast in deiner Predigt heute Morgen, meine Prioritäten sind. Ich kann auch nicht sagen, dass ich Täter von Gottes Wort geworden bin in Bezug auf diese Dinge. Weißt du was? Es könnte wohl sein, dass der Hauptgrund, warum du diese Dinge noch nicht so gemacht hast, ist, dass du völlig verloren bist. Völlig verloren. Ohne den Herrn Jesus. Du bist noch kein junger Christ, du bist noch kein Christ überhaupt. Du bist noch aus Beton. Dein Herz ist noch aus Stein. Dein Verstand ist immer noch verfinstert. Ja, hier reden wir Klartext. Hier sagen wir Leute, wir sehen Christus in dir oder wir sehen Christus nicht in dir. Hier beten wir nicht politisch korrekt. Hier beten wir biblisch korrekt. Und hier helfen wir einander, wenn wir verkehrt beten, während der Zeit des Gebetes, sagen wir, belehren wir einander. Lass uns nicht so beten, bitte, aber so. Lass uns nicht sagen, Herr, lass uns unser Fleisch kreuzigen. Dies ist doch völlig unbiblisch. Dies könnten wir doch nicht machen. Dies ist doch ein für allemal stattgefunden. Herr, lass ich mich selbst verleugnen. Ja. Lass ich mein Kreuz auf meine Schulter halten und dir nachfolgen. Ja. Lass ich die Werke des Fleisches in meinem Leben töten durch das Wirken des Geistes. Ja. So, wir belehren einander hier, insbesondere am Samstag. Zwischendurch. Bete doch nicht so, bete so. Wir wollen doch dem Herrn gefallen. Und die Leute, die hier herkommen, sind doch gewachsen, die meisten. Und deswegen haben sie mich noch nicht verjagt. Zurück nach Südafrika mit dir. Sie sind nicht so empfindsam auf eine falsche, böse, teuflische Weise. Weil wir wachsen doch, oh Christen. Aber weißt du, wir können niemanden zwingen. Aber wenn ich zu dir geredet hätte, 100 Mal, 80 Stunden, warum noch immer die Dinge anders machen und uns Anstoß geben, uns trauchen lassen, uns seufzen lassen. Ach, Geliebte, wir wollen doch als Gemeinde gereift werden in der ersten Liebe, anstatt unsere erste Liebe zum Herrn Jesus zu verlassen, aber jetzt wieder zu den Verlorenen. Ich kann dir bestimmt helfen, Christus kennenzulernen. Es gibt andere, die auf dem Weg sind, um dies auch zu lernen. Aber der Herr sagt, sei doch nicht unbiblisch und sage, der Herr soll zu mir nur zu Hause reden. Der Herr sagt doch, es steht doch in Römer Kapitel 10 geschrieben, wie könnten sie glauben, ohne zu hören? Wie werden sie gerettet werden, ohne dass sie glauben würden? Wie werden sie glauben können, ohne gehört zu haben? Wie werden sie hören können, ohne dass er einen Prediger schicken würde? Glauben kommt aus Gottes Wort, aus Gottes gepredigtes Wort. Hauptsächlich aus Gottes erklärtes Wort. Als von Francesco in Italien war, hat der Herr zu ihm geredet, aber er brauchte doch noch ein Video von einem Prediger, er musste doch noch hören, du sollst Jesus Christus im Glauben annehmen, als deinen Herrn erlösen. Dann hat er gewusst. So, ich mache dir einen Vorschlag. Ich lade dich ein. Wir wollen zu dir reden, wir wollen dir helfen, wir wollen dir aufs Gottes Wort zeigen, was man tun sollte, gerettet zu werden. Gerettet werden zu können. Ach. Es gibt Leute, die mir mehrmals gefragt haben, Johann, denkst du, dass ich gerettet bin? Ach, dies ist doch so eine christliche Frage. Dies ist doch so eine passende Frage.
Weil wenn die anderen Christen Christus nicht in jemanden sehen könnten, dann ist die Person im Normalfall doch verloren. Auch noch kein Baby Christ, sondern kein Christ. Weil Gottes Geist kann doch nicht so wirken, dass man nicht sehen könnte. Er schafft doch am wenigsten 30-fältig Frucht, laut dem Gleichnis vom Sämann. Dann gibt es andere. Sie hat mich noch nicht nur einmal gefragt, die andere auch nicht. Ach, dies ist doch nicht Gottes Wille. Der Herr hat es doch gemacht, wie die Bibel uns lehrt. Der geistliche Mensch, der errette Mensch, unterscheidet alle Dinge. Er kann auch zu einem großen Maß sehen, ob die anderen die Früchte zeigen, die sie tragen sollen. Ach, wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung, ob du wieder so eine Botschaft hören würdest. Du kannst es auch nicht wissen. Wir kennen nicht die Zukunft, wir kennen nur die Gegenwart. Und die Vergangenheit. Wenn du Christus nicht nach dieser Predigt kennenlernen würdest, würdest du dich noch vor Christi Richterstuhl befinden, am Tag des Gerichts nach seinem Wiederkunft, und er wird dir sagen, in die Hölle mit dir. Im Feuersee werfe ich dich. Dort wirst du auf ewig gefoltert bleiben. Weil an diesem Tag, was ist der Datum heute? 16. November 2014 hast du eine Botschaft gehört und du wirst ohne Verunschuldigung sein. Aber der Herr lädt dich ein. Er sagt, komm doch. Ich kann nicht reden. Lass dein Wort zu dir reden. Lass dich durch dein Wort zu dir reden. Und werde doch gerettet, dann wirst du auch eine wahre Jungfrau des Herrn Jesus sein. Dann wirst du sagen, ach Herr, warum habe ich die Zeit so vergeudet? Habe ich nicht meine Gelegenheit wahrgenommen? Soli Deo Gloria. Amen.